Lügen. Ich habe viele Jahre erlebt, wie ich angelogen wurde. Das macht was mit uns oder mit mir und auch mit dir, wo du Lügen erlebt hast oder dass Leute Dinge über dich aussprachen und durch das Lügen in dein Leben kamen. Zum Beispiel, als ich früher als Kind in das Freibad ging, habe ich immer gehört, wie andere Kinder mir nachriefen, schau mal die dicke Sau. Das hat in mir einfach wirklich diese Lüge erzeugt. Ich bin dick, ich bin unansehnlich, es ist besser, ich gehe nicht mehr ins Freibad. Und es hat Jahre gebraucht, bis ich wieder in Freibäder ging. Ich bin ich und das ist gut so. Und Gott ist in einem Prozess der ständigen Veränderung mit mir unterwegs und auch mit dir. Das Schöne ist, Gott lügt nicht. Das vorhergehende Video, wo es um Geduld ging, um Abraham ging, ist empfehlenswert noch zu hören zur Ergänzung zu diesem hier. Gott kann nicht lügen. Es ist eine Grundlage des christlichen Glaubens, davon auszugehen, dass Gott nicht lügt. Mehr noch, Gott kann nicht einmal lügen. Diese Aussage hat im Laufe der Jahrhunderte immer wieder für hitzige Diskussionen unter den Gelehrten gesorgt. Zu viele theologische Fragestellungen sind damit verknüpft. Im Moment soll uns die theologische Tiefe hinter dieser Aussage allerdings eher weniger interessieren. Und auch die Heiligkeit Gottes, die ihn von der Lüge abhält, ist im Augenblick nicht unser Thema. Genauso möchte ich dies aus akademischer Sicht sicherlich hochinteressante Fragestellung nach der Freiheit Gottes beiseite lassen, wenn du Akademiker bist. Nichts von all dem soll für uns im Augenblick von Belang sein. Für unser Thema ist es einzig und allein wichtig, zunächst einmal die ganz und gar einfache Aussage festzuhalten, dass unser Gott definitiv nicht lügt. Gott kann nicht lügen. Mir ist klar, dass ich hier über wirklich grundlegende Dinge spreche, die jeder kennt und jeder weiß. Aber unser Leben wird immer wieder auch durch simple Wahrheiten bereichert und es sind oft gerade diese einfachen Dinge, die wir so schnell aus den Augen verlieren, obwohl sie doch so sehr auf unser persönliches Leben einwirken. Deshalb ist es mir wichtig, diese Aussage noch einmal ganz neu vor Augen zu führen. Gott kann nicht lügen. Und eigentlich erwartet er von uns nicht weniger als das, dass wir ebenfalls nicht lügen. Er fordert nichts, was er nicht selber hält. Dieser Umstand ist eine gute Sache, denn Gott ist allmächtig. Wenn zum Beispiel ich selbst persönlich etwas verspreche, dann bedeutet das nicht zwangsläufig, dass es auch eintrifft. Natürlich bemühe ich mich, diese Versprechen zu halten. Aber was ist, wenn der Zug Verspätung hat, wenn ich erschöpft im Bett liege oder etwas dazwischen gekommen ist? Im Gegensatz zu mir ist Gott aber allmächtig und das bedeutet, dass niemand ihn jemals daran hindern kann, seine Vorsätze in die Tat umzusetzen. Im Grunde ist ein allmächtiger Gott, der nicht lügen kann, das Beste, was uns Menschen jemals passieren konnte. Denn nichts und niemand im weiten Universum wird Gott je davon abhalten, seine Versprechen auch umzusetzen. Nicht einmal er selbst, sonst hätte er ja gelogen. Wunderschön lässt sich das in Paulus' Brief an die Römer nachlesen. Denn Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Römer 11, 29. Wir können uns also völlig auf Gottes Wort verlassen. Seine Verheißungen stehen fest wie ein Naturgesetz. Sein Wort ist wahrhaftig und was Gott zusagt und zugesagt hat, das kann praktisch schon als Geschehen gelten, bevor es eintrifft. Gilt zum Beispiel auch für Heilungen. Er hat schon vor 2000 Jahren geheilt und er heilt auch noch heute. Und wir müssen daran festhalten, dass wir es bereits empfangen haben. Er lügt nicht, sein Wort lügt nicht. Und es noch runterziehen ins Sichtbare. Was aber ist mit den vielen Verheißungen, ja genau, die nicht in Erfüllung gegangen sind? Und was ist mit den Christen, deren Glaubensleben ein Leben lang vor sich hin dümpelt, ohne dass etwas Einschneidendes geschieht, oder die eben keine Heilung erlebt haben und dann an Gott zweifeln?
Dazu gibt es übrigens eine sehr gute Liste, 40 Gründe, warum jemand nicht geheilt wird, von Daniel Exler. Kannst gerne nachfragen, schicke ich dir das PDF. Im Zusammenhang mit Moses Tod können wir auch erkennen, dass wir unsere Verheißungen von Gott selbst abholen müssen. Wenn wir seine Bedingungen nicht erfüllen, dann können wir natürlich nicht von ihm erwarten, dass er unser Geschenk hinter uns herträgt. Und auch wenn die Verlässlichkeit Gottes uns die entspannende Gewissheit verleiht, dass wir eigentlich alle Zeit der Welt haben, machen wir es Gott und auch uns selbst trotzdem immer wieder unnötig schwer, weil wir in unserer übermäßigen Ungeduld immer wieder seinen Plänen vorauseilen und auf diese Weise auch Gott immer wieder daran hindern, seine Verheißungen endlich wahr werden zu lassen. Deshalb soll an dieser Stelle, respektive im nächsten Video, eine Analyse des modernen Lebensstils folgen. Um nochmal darauf einzugehen, was ich mit Moses Tod und den Verheißungen abholen meine. Josua hat getrauert, als Mose starb, und er konnte sich eigentlich ein Leben ohne ihn nicht vorstellen. Und dann war er nicht mehr da und Josua fragte: Herr, was soll es jetzt, was sollen wir jetzt machen, wo sollen wir denn jetzt hingehen? Und Gott antwortete nur: Mose ist tot. Aber in den Herzen dieser Menschen war er immer noch am Leben und sie hofften auf ein Eingreifen. Sie konnten sich nämlich ein Leben ohne seine Fürsorge einfach nicht vorstellen. Und Gott ging es einfach darum, ein Problem aufzuzeigen. Das Problem, das man vor allem im Zusammenhang mit gewaltigen Männern Gottes immer wieder beobachtet. Entweder sie wirken in fernen Erdteilen oder sie leben in vergangenen Zeiten. Und alles, was ich von ihnen habe, ist eine packende Biografie, die ich in aller Regel natürlich auch mit großem Gewinn lese. Aber es gibt auch heute noch so Glaubenshelden. Gott gab Josua nicht die Aufgabe, eine Biografie über Mose zu kaufen und die ins Regal zu stellen. Er hat ihm gesagt: Mose ist tot, er kann nichts mehr für dich tun. Und Josua musste bei ihm die Verheißung abholen, dass wo immer er hingeht, Gott schon mit ihm ist. Da ist nämlich kein Mose mehr, der deine Verheißungen für dich entgegennehmen könnte, weil Gott dich persönlich ruft, damit du dir selbst seine Geschenke bei ihm abholst. Gott ruft unsere Familien und unsere Gemeinden. Er will, dass wir als sein Leib vor Ort, genau da, wo er uns hingestellt hat, die Verheißungen verwirklichen, die er uns gegeben hat. Mose ist tot, jetzt bist du gefragt, der Held der Stunde zu sein. Das ist die Botschaft Gottes. Sei gesegnet.